denen haben wir ja schon im ersten Teil so tolle Erfahrungen gemacht. Ja, wie in alten Zeiten, gar keine Frage. Aha, aha. Oh, 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 oh. Hier kann ich ja gar nicht in Deckung gehen. So, aber wenn wir den von hier aus schon ins Visier kriegen, dann würde ich sagen, überlassen wir den doch schon mal. Von hier aus wollte ich sagen, aber es klappt nicht. Okay, das ist ja auch ewig unterwegs, wenn ich hier was wegfeuere. Sieht aber lustig aus, muss ich sagen. Volle Deckung. Nee, aber wir müssen ja raus, das bringt nichts auf die Entfernung. Wir sollten nur zusehen, dass wir ihm nicht in die Quere kommen. Hier rüber. Entdeckung. Lass die mal einer an. Topführer Cole Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Guests haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Gut, ich finde die Rüstung von ihm übrigens unglaublich cool. Die sieht richtig stark aus, finde ich. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Guests brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Guests haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Guests. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Ja, da kommt es natürlich zum Tragen, dass die Quarianer diese Umweltanzüge tragen, weil sie ein extrem schlechtes Immunsystem haben. Das heißt, wenn der Anzug gerissen ist, bedeutet das, er kriegt sofort alle möglichen Infektionen und deswegen schwimmt er in Antibiotika, weil er sonst schnell kampfunfähig wäre. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Guests vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Guests können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Guests freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Gut, okay, wir haben das Sichtfeld jetzt mal gesehen. Ich glaube, wir gehen oben über die Tribüne, denke ich mal. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Niederringen ist auch eine schöne Umschreibung, muss ich sagen. Also ich will nicht unbedingt in den Ringkampf mit ihm gehen. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können sie ihm da den Rest geben. Wir sollen Cole Rieger in Sicherheit bringen, hat Tali gesagt, und genau das tun wir auch. Sie haben schon genug getan, Rieger. Sie müssen nicht ihr Leben wegwerfen. Ich habe sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht tatenlos rum, während sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Aufpassen! Auf geht's! Das gibt ordentlich Vorbildpunkte, weil wir ihn gerettet haben. Das müsste ihr Patron. Okay, dann müssen wir erstmal die Kleinen hier vorne wegräumen auf dem Weg zum Großen hin. Das wird ein bisschen Kleinarbeit jetzt erstmal, aber gut, das geht schon. Ich sollte bloß zusehen, dass ich vielleicht nicht allzu sehr in die Schussbahn von denen komme. Zumal der Kolossus auf mich abgesehen zu haben scheint. Weiß nicht, wie ich darauf komme, aber. Ist wohl so.
Ich weiß auch nicht, warum der ständig seine Deckung verlässt hier. Vielleicht liegt es an dem Bastard da oben, der mich hier die ganze Zeit zu flankieren versucht. Okay, das ist jetzt ein bisschen haarig hier. Ein bisschen aber nur. Gut, der ist weg. Das heißt, zumindest ist jetzt schon mal von der rechten Seite Ruhe. Das ist schon mal schön. Und solange ich jetzt hier in der Deckung bleibe, kann mich eigentlich keiner erwischen. Ah, ja, 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 ist ja gut. Dieses Ding nervt unglaublich. Ich weiß nicht, ob hier von links noch einer kommt. Aber das scheint jetzt auch erstmal Ruhe zu sein. Meine Güte, ist ja anstrengend, der Koloss. So, jetzt aber. Ab nach oben. Und weiter in der Deckung geblieben. Ich glaube, hier ist hier genug. Ich weiß nicht, ob hier genug Schatten ist. Kommt mal. So. Erstmal den einen zumindest weg. Das war der falsche Angriff. Hilft aber mal wieder mehr, als ich dachte. So, komm, den werfen wir noch ein bisschen. Deckung, Garrus, ja. So, einmal hier vor. Gut, und jetzt sind wir schon mal zumindest in Kampfweite mit dem Koloss. So, das sind so viele, da könnte ich fast schon eine Dingens reinmachen. Eine Singularität, aber so richtig lohnt es sich dann auch noch nicht. So, warte mal, die Schilde sind überladen, bin ich schon wieder in der Sonne? Ich weiß. Oh shit. Sieht bald so aus. Wenn man zur Sonne schaut und nichts mehr sehen kann, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man irgendwie in der Sonne steht. Gut, weiter vor. Okay, wenn wir ihn von hier jetzt schon rechts flankieren, dann sollte es doch eigentlich klappen, oder? Jetzt sind wir richtig gut in Sichtweite von dem Ding. Okay, da sind immer noch welche. Die müssen wir erstmal wegräumen. Solange muss der Koloss noch warten. In dem Fall gilt tatsächlich mal Kleinscheiß vor Großvieh. Und ich hoffe, ihr geht ordentlich in Deckung, Leute. So, eine Überlastung. Ein Warp. Und einmal drauf schießen. Okay, jetzt wäre natürlich Mordin geil, wenn ich ihn mit hätte. Habe ich aber nicht. So, ich hoffe, es kommen keine anderen gerade. Doch, da ist noch ein Schütze. Den holen wir uns vielleicht erstmal. Schütze, Schütze, Schütze. Ja, danke. Gut. Wieso könnt ihr beiden jetzt nicht? Ziel wird von Panzerung geschützt. Na gut. Kann ich nicht mit dem Betäubungsschuss? Ach, der geht auch nicht gegen Panzerung. Das heißt, jetzt muss ich alleine kämpfen, sozusagen. Na gut, wie ihr meint. Dann halten wir einfach mal drauf. Ach, warte mal. Nee, die nicht. Ja, die habe ich doch schon in der Hand. Komm. Wir packen mal den großen Oschi aus. Jetzt. Jawohl. Das war schön. Gut, das war's für den Kampfläufer und wir haben den Widerstand gebrochen. Ich habe die Tür verschlossen, damit nicht noch mehr Gift reinkommen. So, das müsste es gewesen sein. Warte, Tali, ich komme gleich. Ich muss erst noch mal kurz ein bisschen Iridium sammeln. Das lasse ich hier nicht liegen. Wenn es mir schon so freimütig angeboten wird, nehme ich das gerne mit. So, vielleicht noch mal kurz hier drüben. Ja, ja, ich weiß, wir laufen durch die Sonne. Warte mal, wo? Ach, hier. Alles klar. Gut. Kurz nach Karl Rieger geschaut. Der sollte noch stehen, hoffe ich. Ja, sehr gut. Gute Arbeit! Jetzt zu Tali! Bin gleich bei Ihnen. Schön. Freut mich, dass er überlebt hat. So, hier drüben ist auch noch ein bisschen. Geh doch mal bitte hier raus. So, mal kurz hier in Deckung vor der Sonne gehen. Die anderen, die stehen einfach mal mittendrin. Was soll's? Warum sollte sie ihnen schaden? Ach, Junge, jetzt geh doch mal. Es ist schön, wie dieses Geräusch von dem Schild dann immer nachlässt mit der Zeit. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles eingesammelt. Das heißt, wir können jetzt endlich zu Tali vorstoßen. Und damit sollten wir sie jetzt endlich in Sicherheit gebracht haben.
So, einmal die Energiezelle. Wobei, hier oben müsste ich vielleicht nochmal kurz schauen. Ja, hier gibt's noch was. Auch wenn es nur 100 Credits sind, aber besser als nichts. So, hier drüben war ich schon. Okay, alles klar. Also ab zu Tali. Endlich ein Wiedersehen mit Freude. Denn Tali wird nun zu unserem Team kommen. Ich muss nur schnell diesen Download beenden. Jojo, immer mach. Sonst gibt's auch nichts mehr zum Einsammeln für uns, also reden wir mal mit Tali. Danke, Shepard. Ohne sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass sie wissen, was das Beste ist. Ich habe nicht gefragt, welcher Ansicht irgendein Admiral ist, sondern was Sie davon halten. Viele sind hier gestorben. Einige davon waren meine Freunde. Und alle haben ihre Sache gut gemacht. Diese verdammten Daten müssen schon ziemlich wertvoll sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der Quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystrom's Sonne ist dafür viel zu jung. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Vielleicht nicht Ihr ganzes Team, Ma'am. Riga, Sie haben es geschafft. Ihr alter Captain ist so gut, wie Sie sagten. Der verdammte Koloss hatte überhaupt keine Chance. Die Normandy kann Sie von hier wegbringen, wenn Sie möchten, Riga. Die Geth haben unser Schiff nicht beschädigt. Solange wir von hier wegkommen, bevor Verstärkung eintrifft, ist alles in Ordnung. Ich werde Sie nicht begleiten. Ich schließe mich Commander Shepard an. Ich übergebe die Daten dem Admiralitätsrat und erstatte Bericht, was passiert ist. Ich überlasse sie jetzt Ihnen, Shepard. Beschützen Sie sie. Das mache ich. Gut. Mission erledigt. Tali Zora für das Team rekrutiert. Tali Zora ist zwar Shepard gegenüber loyal, aber ihre Ablehnung von Cerberus macht eine genaue Beobachtung erforderlich. Entsende ferner Aufklärungseinheiten, um die Geth-Aktivitäten zu untersuchen, für den Fall, dass die Ereignisse auf Haystrom Folgeaktionen auslösen. Ich freue mich, dass wir Tali wieder dabei haben und auch, dass wir diese Maschinenpistole gekriegt haben, das ist total geil. Und auch einiges an Iridium, das ist total cool. Da können wir jetzt bestimmt wieder ein bisschen Forschungsarbeit betreiben, aber vor allem, dass Tali da ist, das freut mich sehr. Denn die will ich unbedingt in meinem Team haben, denn ich hatte es ja schon mal im ersten Teil erwähnt, Tali wird meine Liebschaft werden im zweiten und dritten Teil hier. Im ersten war das noch nicht möglich, jetzt schon. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Tali Zora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne Sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Tali Zora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Vergessen Sie nicht, Shepard, dass diese Leute es für eine gute Idee gehalten haben, Torianische Creeper und Rachni zu versklaven. Ich bin auf dem Maschinendeck. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen. Der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Du kleiner Drecksack. Nee, ich habe das nicht vergessen, dass die Scheiße gebaut haben.
Und Tali wird Zeit ihres Lebens nicht mit Cerberus irgendwie können. Das ist klar und das muss sie auch gar nicht, denn ich bin ja selbst kritisch gegenüber Cerberus eingestellt. Aber hier gerade ist die Allianz mal notwendig und ich würde sagen, wir forschen mal ein bisschen. So, bei den Waffe-Upgrades weiß ich gar nicht. Geht da was? Da geht was! Maschinenpistole, Schaden sollten wir erhöhen, auf jeden Fall. Auch wenn wir dafür einen Großteil unseres Iridiums sofort ausgegeben haben. Die anderen beiden sind nicht so wichtig, das ist egal. Was müssen wir hier? Okay, dann müssen wir noch ein Schadensupgrade haben, das haben wir natürlich nicht. Eine schwere Pistole könnte ich auch noch gebrauchen. Frag mich, wo ich die finde eigentlich. Kann ich die irgendwo kaufen? Ich weiß es nicht mehr. Gut, Panzerungsupgrade, biotischer Schaden. Oh ja, das ist gut. Element Zero, natürlich Element Zero. Denn das ist ja mit der Biotik verbunden. So, sonst noch irgendwas? Nein, schade eigentlich. Schiffsverbesserung. Ach, das war bloß hier die Krankenstation, ne? Mit dem Platin, ja. Gut, Prototypen. Organische Vitalität ist egal. Kräfte neu ausbilden. Fortgeschrittenes Training, blablabla. Ach so, nee, das brauchen wir ja gar nicht. Das ist bloß so ein Reset, falls wir uns ein bisschen verskillt haben. Aber das ist schwer möglich in dem Spiel, weil man nicht so viele Möglichkeiten zum Skillen hat, muss ich sagen. Okay, aber das schwere Hautgewebe, das installieren wir mal. Ein bisschen mehr Gesundheit kann nicht schaden. So, und vor allem müssten wir damit jetzt auch irgendwas anderes freigeschaltet haben, glaube ich, ne? Okay, scheinbar nicht. Ich hätte gedacht, dass das Voraussetzung für irgendwas war. Vielleicht habe ich mir das auch eingebildet, ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen was dazu gekriegt und können mal wieder einen Rundgang machen durchs Schiff und mit den Leuten reden. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später vielleicht. Versuche zu ermitteln, wie das Schuppenjucken an Bord der Normandy kam. Eine Geschlechtskrankheit, die ausschließlich von Varen übertragen wird. Was? Schlussfolgerung beunruhigend. Noch etwas? Bitte? Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Lass mich raten, Kelly hat es. Die nimmt doch bestimmt alles. Wer zur Hölle hat dieses Schuppenjucken? Das beunruhigt mich jetzt doch ein bisschen, muss ich sagen. Das finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter.
Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Na klar, das können wir uns anschauen. Nach Aiea fliegen. Aiea, okay. Komplizierter Name. Das können wir machen. Wir schauen mal ganz kurz im Terminal nach, ob es irgendeine neue Nachricht gibt. Tatsächlich. Versetzungsgesuch genehmigt. Von Admiralitätsrat Migrantenflotte. Commander Shepard, Tali Zora weiß niemals Gesuch um Versetzung unter ihr Kommando, das zusammen mit ihren Daten von Hailstorm bei uns einging, wurde vom Admiralitätsrat genehmigt. Sie wurde darüber informiert, dass hin und wieder zusätzliche Pflichten für die Migrantenflotte anfallen können. Aber sie wurde freigestellt und kann selbst entscheiden, wann ihre Mission bei ihnen als abgeschlossen zu betrachten ist. Es war allein ihre Entscheidung, obgleich ihre Rolle als Quasi-Captain während ihrer Pilgerreise sie mit Sicherheit empfänglicher für Ersuchen von ihrer Seite gemacht hat. Der Admiralitätsrat vertraut darauf, dass sie ihr neues Crewmitglied mit dem Respekt behandeln, der einem verdienten Mitglied der Flotte zusteht. Sollte ihr aufgrund von Versäumnissen ihrerseits etwas zustoßen, wird der Rat umgehend strenge Maßnahmen einleiten. Admiral Ryle Zora, Admiralitätsrat der Migrantenflotte. Ich möchte übrigens mal anmerken, Ryle Zora, das ist der Vater von Tali. Aber schön, dass er sie freistellt. Dann ist jetzt nämlich alles auch offiziell klar, Tali darf bei uns sein. Können Sie helfen? Von Robin Reef. Commander, ein hiesiger Allianzsoldat hat mir diese Kontaktadresse gegeben. Hoffentlich erreicht sie meine Nachricht. Sie sagen, sie würden versuchen, die Kollektoren aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen. Haben Sie sie gefunden? Wissen Sie, wo sie sind? Ich weiß, sie sind auf der Suche, aber so viele Menschen sind einfach verschwunden. Jede Familie hat jemanden verloren. Das Schlimmste sind die Kinder. Die leeren Bänke in den Schulen. Winterkleidung, die niemand trägt. Bitte, die Allianz unternimmt nichts. Der Rat unternimmt nichts. Wenn Sie eine Chance sehen, dann bitte ich Sie, unternehmen Sie etwas. Und sagen Sie mir, was ich dazu tun kann. Sagen Sie mir irgendwas. Robin Reef. Traurig, traurig. Ich nehme mal an, dass er jetzt von Horizon war, ne? Horizon stammte. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schon abgecheckt. Ja, und so leid es mir tut, ich muss sagen, die werden die nie wiedersehen. Denn leider werden die wahrscheinlicherweise schon tot sein. Es tut mir echt leid, das zu sagen, ist aber so. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Ashley Williams dort war. Wie ist das gelaufen? Wir haben viel durchgemacht. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zusammen verbringen können. Hegen Sie starke Gefühle für sie? Was uns beide verband, ist jetzt Vergangenheit. Das tut mir leid. Eine Trennung von jemandem, der einem so nahe steht, fällt immer schwer. Danke, aber ich komme schon klar. Wie auch immer. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Agentin Lawson würde gerne in ihrer Station auf dem Crewdeck mit Ihnen sprechen. Jack würde gerne in ihrem Unterschlupf auf dem Maschinendeck mit Ihnen sprechen. Noch etwas, Commander? Stimmt, Miranda wollte ja was. Passen Sie auf sich auf. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal jetzt den kleinen Rundgang erstmal über die Mannschaftsquartiere. Und ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, weiter geht's. Wir schauen uns mal immer auf dem Crewdeck. Da drüben ist immer noch zu. Da kommt dann später mal Samara rein. Wir haben ja schon gesehen, das ist die Justiziarin, die wir auch noch rekrutieren sollen. Das kommt dann später. Bei euch gibt's nichts? Okay. Hätte ja sein können. So, da drüben, da ist bloß Kasumi drin. Oder? Ja, da war Kasumi drin. Gut, dann können wir mal zu Miranda gehen. Sei denn, ihr habt hier noch was. Danke, Commander. Rupert hat die neuen Vorräte optimal verarbeitet. Ja, weiß ich doch. Haben wir doch schon gehabt.